Servus, willkommen wieder zu unserem Fußball-Kindergarten. Heute wieder im Wintersport-Outfit. Ja, wieder mit Mütze, der Ferdi. Und zwar machen wir eine Tiefschneewanderung. Und dafür brauchst du, wie du siehst, nur zwei Stühle und unser Wäschekorb als Tor. Mehr ist es nicht. Jawohl. Gut, zum Aufbauen ist nicht viel. Leg den Stuhl bitte auf die Lehne. Nur den, aber schön, dass du es nochmal zeigst. Und schieb ihn fast ganz an die Wand ran. So, fast ganz an die Wand. Nicht, dass du einen Kratzer an die Wand machst. So, das reicht. Den zweiten Stuhl. Jetzt musst du ein bisschen nachdenken, was dein Lieblingsfuß ist. Bist du rechts oder linksfuß? Wenn du rechtsfuß bist, stellst du den Stuhl auf die linke Seite vom Schneestuhl. Wenn du linksfuß bist, stellst du ihn einfach hier rüber. Mhm. Drehst ihn ein bisschen in Richtung Tor. So. So, du bist rechtsfuß, oder? Ich bin eigentlich mit beiden schlecht. Aber ich nehme mal den rechten. Welchen nimmst du denn lieber her? Ich hau immer, wenn die Mama sagt hau, dann mache ich immer so. Rechts. Den rechten, okay. Wenn die Mama sagt, ich hoffe, den Ball schießt, nicht irgendwas hauen. Ja, meine Mama kommt aus Bayern, die sagt, hau ich. So. Wo ist der Ball da? Das Tor drehen wir natürlich wieder, so dass wir schön reinschießen können. Gegenüber von unserem Schneestuhl. Okay. Unser Schneestuhl ist der Tiefschnee. Wir machen eine Tiefschneewanderung. Und es geht jetzt ganz, ganz einfach los. Und zwar. Vorwärts und rückwärts. Ball in die Hand. Vorwärts. Ein Fuß. Nochmal vorwärts. Rückwärts. Wenn du jetzt sagst, das ist mir noch zu schwer, dann dreh um. Ich probiere es jetzt mal rückwärts. Ich schaue über meine Schulter drüber und Füße rückwärts. Rückwärts. Ja, das ist ja ganz einfach. Glaubst du? Weiß nicht. Ja, schau. Ansonsten drehst du einfach um, wenn du sagst, das ist mir zu schwer. Ja. Und wir machen noch einmal vorwärts. Okay. Fertig. Mhm. Vorwärts, rückwärts, vorwärts. Ball plumpsen lassen. Wir machen wieder Droppi, das heißt auf den Ball draufsteigen. So, dass er, ich sag tot. Darf man das sagen? Dass der Ball tot ist? Na, dass er sich nicht mehr bewegt. So, Ball ist tot. Jetzt dürfen wir unseren Lehrer oder unseren Guide tunneln. Also hier steht der Guide, der schaut, dass wir das alles richtig machen, die Wanderung. Mit offenen Beinen, jetzt tunneln wir unseren Guide. Lehrer, was sagt man denn noch dazu? Tourenführer, wie auch immer. So, wir tunneln ihn mit dem rechten Fuß. Und okay. So einfach ist es dann. Magst du das ausprobieren oder soll ich nochmal schnell machen? Ich kann es schon mal ausprobieren. Ne? Fang. Super. So, einfach mal vorwärts in den Tiefschnee rein. Sehr gut, du machst das schon noch 10 Stück. Ja. Wie willst du es machen? Rückwärts oder umdrehen? Ich mach's rückwärts. Super. Schau die Schulter rüber. Vorsicht, der Stuhl. Gut. Und noch einmal vorwärts. Den Ball draufkick. Gut. Und wir dürfen unseren Tourenführer, unseren Guide tunneln. Hä? Gut. Das haben wir vorhin sogar getunnelt. Und schießt mit dem Schwachen, was du kannst. Der ist auf links rübergerollt. Da habe ich den lieber. Finde ich gut. Hätte man nachher noch gemacht. Okay, dann schieße ich lieber mit. Du darfst erstmal, wie du magst, am Anfang. Aber das ist ganz leicht. Aber das war natürlich jetzt super mit dem Schwachen. Ohne dass ich was gesagt habe. Das finde ich toll. Okay, also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So, das ist aber tiefer Schnee. Ja. Ja, unsere Stühle sind auch sehr hoch. Ja. So, hab den Geiltunnel. Den Geiltunnel. Ich stelle jetzt doch mal. Man muss immer ein bisschen probieren, ja? Also, weil manche haben ein größeres Kinderzimmer und manche haben ein kleines Kinderzimmer. Ja. Oder Wohnzimmer. Und auch unterschiedliche Stühle. Richte sie einfach so aus, wie es passt. Du hast es jetzt auch gerade nochmal. Okay. Oder ein Badezimmer. Ein Badezimmer.
Wie auch immer. Eins, zwei. Zwei. Und kurz stoppen. Du sollst kurz anhalten. Ja. Du hast es jetzt zu Hause gesehen. Der Ferdi macht es immer mit zwei Schritten oder Kontakten. Heißt, ich mache es jetzt daneben mal, dann sieht man es auch besser. Es ist immer ein Fuß vor, den anderen daneben. Fuß vor, daneben und wieder. Fuß vor, daneben. Der Ferdi hat genau wie ich jetzt auch, der rechte Fuß war sein Führfuß. Also der ist immer voran marschiert und der andere hat nachgezogen. Also das ist auch genau richtig so. Versucht es zu Hause so weiterzumachen. Immer eins, zwei, vor, daneben, vor, daneben. Nur der rechte ist der Chef, der andere zieht nach. Das hast du genau richtig gemacht und so machen wir es auch weiter. Gut. Tunneln weiter. Okay. Tunneln. Hep. Mit der Sohle. Da öffnet es im Karton. Ja, aber es ist auch nicht so weit weg. Also ich fühle mich ganz gut auch. Aber ich muss auch sagen, ich habe viel geübt in den letzten Wochen. Ich habe immer fleißig mitgemacht. Ja klar, ich habe ja immer mit dir trainiert. Kevin. Kann ich auch mal mit dem anderen Fuß drüber? Jetzt hast du aber den Chef gewechselt. Wenn, dann machst du beim nächsten Mal, bitte. Okay. Behalte den Chef. Jawohl, rechts ist der Chef. Kann ich jetzt den Chef wechseln? Nein. Okay. Das sind drei Schritte. Okay. Schön. Ball ist flach. Tunnel den Guide. Ja. Her. Machen wir Wettkampf. Ich würde gerne, ja. Oder was willst du denn machen? Mach ruhig, du bist ja der Trainer. Jetzt sag ich mir aber, ich will auch mal den Chef wechseln. Soll ich auch mal machen? Kann ach, du meinst, ich dachte, ich soll jetzt mit dir wechseln. Nein, ich den, soll den Chef Fußball drüber. Darfst du? Okay. Hopp. Dann bleibt der aber Chef. Machst du nochmal eine Proberunde? Ja. Mach nochmal. Hopp. Proberunde. Hopp. Weil manchmal, wenn ich in der Früh aufstehe, fühle ich mich mit dem Linken besser als mit dem Rechten. Ich weiß auch nicht wieso. Hopp. Der Chef muss bleiben. Das ist die einzige Bedingung. Letzte Probe. Tunnel. Der Chef muss bleiben. Oh. Der Geil ist gefunden. Und Schuss. Und Tor. Die Bayern. Sehr schön. Die Bayern. Ein Schuss. Ein Tor. Die Bayern. Die Bayern. Die Bayern. Ne? Bin leider kein du bist blauer! So, Wettkampf. Bleibt alles wie es ist. Wir machen 5 Durchgänge. Wer als erstes 5 Tore hat. Es gibt nur eine Regel. Du darfst niemals laufen. Du machst es genauso in diesen Schritten weiter. Also bitte nicht anfangen zu laufen, ja, okay. Sondern der Chef bleibt so, Chef bleibt Chef und du darfst nur im Gehtempo. Okay. Du darfst nicht laufen. Ansonsten okay. Pfeife ich dich zurück. Okay. Wenn du anfängst zu laufen. Wer zuerst 5 Tore hat und Chef hast gewählt. Ja. Auf 10 Spitzen durch den Tiefschnee. Los auf Zeit. Wer hat zuerst 5 Tore? Streng dich an. Jawohl. Genau richtig so. Tunnel. Was? Falls du nicht triffst, schieß einfach nochmal, bis der Ball im Tor ist. Gut. Du musst nicht zurück, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Sondern du schießt einfach so lang, bis der Ball im Tor ist. Oder führst den rein. Okay. Kostet natürlich Zeit, wenn ich nicht treffe. Jawohl, war drin. Passt. 2 hast du. Du brauchst noch 3 Treffer. Sehr schön. Rechts ist wieder der Chef bei dir. Auf 10 Spitzen drüber. Super. Also mit der Spitze. Ich sag nichts, wenn du hast getroffen. Ich sag jetzt einfach nichts. Aber es war eigentlich Ball. Das weißt du schon, jetzt noch ein paar Wochen. Ich darf nie mit der Spitze schießen. Du machst es ja von selber schon, oder? Wie viel haben wir denn? 4! Jetzt lenk ihn nicht ab, ich bin voll gut in der Zeit. Dachte ich. Ja, mein guter Fuß. Weiter schießen. Auch mit der Spitze. Der Spitze, ich hab. Nee, das war nicht die Spitze.
Was war der kleine Ziel, was aber, oder? Entschuldigung, das war das kleine Ziel. Gut. Machen wir wieder. Ja, du hast es sehr kurz vor. Nee, 4-5 hast du getroffen. Ja, und trotzdem sehr stark. Und zu Hause versuchen, Ferdis Zeit zu schlagen. Mhm. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geschaut, kann jetzt die Sekunden nicht sagen. Du siehst es aber im Video in der Zeitschleife. Passt, oder? Super. So, wir verändern es ein bisschen. Für die Rechtsfüßer, es bleibt so. Der Ferdi hat es vorher schon angedeutet. Wir drehen ihn aber. So. Siehst du das? Also schräg zum Tor. Wir drehen ihn. Und den Fuß, den können wir nicht so lassen. Gesicht bitte zum Tor. Wir laufen seitlich über den Schnee, durch den Schnee, über den Schnee, durch den Schnee durch. Versucht bitte jetzt die Hände, die Arme auszustrecken und über den Tiefschnee seitlich zu kommen. Zehenspitzen wieder. So, jetzt. Vorher war es ja immer 1-2, schäftig voran. Jetzt müssen wir hier, wenn wir über den Schnee rüber sind, müssen wir leider 3 Schritte. Eins, zwei, drei. Im Stuhl, wie viel habe ich da gemacht, Ferdi? Eins und zwei. Zwei. Neben dem Stuhl? Eins, zwei, drei. Drei. Das bleibt. So. Du hast beim ersten Mal schon vollkommen richtig gemacht. Mit der Sohle tunneln wir unseren Guide. Und zwar jetzt so fest, dass wir danach mit dem schießen. Also, wir tunneln ihn gleich. Seitlich, streiche ihn quasi durch, er rollt, das ist voll und schießt jetzt mit dem Licht vor. Passt, oder? Ja. Hast du noch eine Frage? Oder sollen wir es beim Vormachen klären? Nö. Komm, fang einfach mal. Ich glaube, ich weiß es schon. So, seitlich, Gesicht zum Tor. Jawohl, erstmal in den Tiefschnee rein. Eins, zwei, wie vorhin, und jetzt eins, zwei, drei. In den Schnee. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. So, den Ball droppen. Fuß auf den Ball oben drauf. Erwarten. Fest durchsteigen. Jawohl, schnell. Schuss mit dem Fuß. Passt zu langsam. Oder du hast den Ball ein bisschen zu schnell gewollt. Ansonsten, du hast es ja noch geschafft. Also alles gut. Wunderbar. Schuss mit links. Rein, raus. Robben, Tunnel, egal. Super! Länger, wie kriegst du es hin? Sorry. Würdest du es einmal für die Linksfüße noch vormachen? Wenn du jetzt wirklich sagst, ach, ich möchte es mit dem anderen Fuß probieren, komm, ich baue jetzt einmal kurz den Stuhl drüber und du machst es einmal für die Linksfüße vor. Es geht. So, fängst du bitte auf der anderen Seite vom Stuhl. So, ja, so ist gut. So, fang mal auf der anderen Seite an. Also, du bist ab jetzt dein Linksfuß. Okay. Und das 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Einmal noch in den Schnee rein. 1, 2, 3. Drücke den Lieblingsfuß, also jetzt dein linker. Streiche den Lieblingsfuß. Und schießen. Nochmal. Leider bist du in den geblieben, mit dem Achsen vom Guide. Ja, sag mal. Gibt's denn nicht? Probier's nochmal. Ich bin ja auch kein Linksfuß. So, gib dein Bestes. Der rollt durch. Schuss mit. Rechts. Gut. Schön. Wie willst du es denn weitermachen? Ich will es auf jeden Fall nochmal machen, weil das hat mich jetzt ganz schön geärgert, dass ich das nicht geschafft habe. So, also, meinst du? Ja, eins, zwei, war, eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, schön, noch Zehenspitzen, eins, zwei, drei, so, droppen mit links, rollen mit links, schießen mit rechts, super, gut, na also, Proberunde vorbei, jawohl, du darfst es dir jetzt, ich mach's so, wenn wir ehrlich sind, ist ja der Ferdi doch ein bisschen älter, ja, das heißt 5, okay.
Ferdi ist schon 5. Ferdi, mit welchem Fuß würdest, oder auf welcher Seite würdest du denn gerne den zweiten Wettkampf starten? So oder sollen wir es wieder zurück? Ich würde es jetzt gerne so machen. Okay, gut. Also wie ein Linksfuß. Mhm. Rechtsfüßer, wenn dein Lieblingsfuß rechts ist, lass den Stuhl einfach nach wie vor mit der auf der anderen Seite. Gut, wir machen wieder 5 Treffer, 5 Gewinn. Ich habe echt eine Frage. Bitte. Startet man immer hier außen? Ja, gut. Außen, rein in den Schnee, raus mit aus dem Schnee. Außen, okay. Ja, gut. Was haben wir ein bisschen vergessen, glaube ich? Die Arme ausstrecken. Ah, ja. Arme ausstrecken beim Schneeschuhwandern. Tiefschneewandern. Schneeschuhwandern. Tiefschnee. Mach jetzt. Wer hat zuerst 5 Tore? Und los. Arme ausstrecken. Starken Fuß rollen, starker Fuß schießen, schwacher Fuß, jawohl. Achso, es geht auf Zeit, gell? Ja, wir haben zuerst 5. Huch! 2, 1, 2. Wenn du nicht triffst, einfach so lange weiter schießen, bis der Ball im Tor ist. Nee, war auch gar keinen Fall Druck auf, passt. So, schau mal, drauf, Ball ist weg. Rollen. Nochmal bitte rollen. Du bist dran, kein Mogelhube. Ja. Super! Gut, 2 Hammer. Umso länger ich mach's und Vorsicht, schwieriger ist. Arme ausstrecken. Zu Hause auch Arme ausstrecken. Ja. Ohne Kopf wackeln, bitte. So. Gut. 3 Treffer. 2 brauchst du noch. 5. Die letzten 2. Okay. 3 von 5 hast du. 5 Treffer. Den Guide kommen, Schuss mit rechts. Eine brauchen wir alle noch. Den allerletzten. Jawohl. Ja, super. Pullen. Letzter. Lauf. Ja, super. Ganz schön anstrengend. Stark. Danke, Trainer. Hast du gut gemacht. Fertig ist Zeit wieder schlagen. So lange üben, bis du es hast. Kriegst du hin. Machen wir noch eine Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe. Dreh den Stuhl. Okay. Rechtsfüßer bitte. Dürfen es so lassen. Der Stuhl ist jetzt gerade. Siehst du das? Gerade. So. Und etwas vor dem anderen Stuhl. Jetzt pass auf. Jetzt wird es richtig schwer. Richtig schwer? Ich mache es jetzt einmal langsam vor, danach ist Stopp und du schaust es dir dann zu Hause nochmal an. So, Hausaufgabe. Linker Fuß über das Stuhlbein drüber. Ui. Abstellen. Nochmal linker Fuß. Und jetzt kommt der rechte Fuß. Ganz gestreckt. Drüber. Noch einmal. Linke Fuß. Und links. Und linker Fuß. Okay. Versuch, schau, dass du, ich muss noch weiter weggehen mit meinen langen Beinen, dass du weit genug weg bist, damit du die Lehne nicht berührst, bitte. So. Eine Sache noch, wenn du es zu Hause auch übst. Das Landen bitte. Versuch mit dem Vorderfuß, also mit der Fußspitze, zu landen. Mehr ist es nicht. Gut, ich habe was vergessen, den Ball. Also ich mache es noch mal schnell. Es geht hier los. Links und rechts. Links. So. Und jetzt. Pass auf. Schwerer Tunnel. Die andere Seite. Du gehst um den Stuhl rum. Streichst ihn jetzt komplett quer hier durch, es ist echt schwer. Schauen wir, ob ich es überhaupt schaffe. Ja? Nein. Nochmal? Nein. Das ist bei uns aber auch schon sehr schmal, unsere Stühle. Ich probiere es nochmal, komm. Ja! Schuss,
dreh mal die Kiste um, habe ich jetzt vorher nicht gemacht, Entschuldigung. Dann anhalten. Herzlich und starten. Okay. Alles klar. Das ist die Hausaufgabe. Komm, ich mach's einmal. Na gut. Na gut, also linker Fuß, rechter Fuß, auf linker Vorderfuß, Fuß, lang. Linker Fuß. Jawohl. Jetzt kommt eine schwere Tour mit Streicheln wieder. Jawohl. Hep. Super. Du musst auf einmal gerade anhalten, anhalten, anhalten. Und jetzt lupfen. Herr starten. Yeah. Super. Aber das übe ich nochmal. Mit dem anderen Fuß dann dieses Mal. Viel Spaß dabei zu Hause. Viel Spaß. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey. Entschuldigung.